Hello BVB fans, here is Murdo McLeod. Viel Spaß mit meinem Freund Nobby und dem Feiertag Magazine. Dortmund will den Triumphzug in der Liga auch gegen Augsburg fortsetzen. Tapfere Borussen mit der ersten Heimniederlage gegen die Königlichen. Und Ritter Roman stellt sich den Fragen des Hofnarren Nobby Dickel. Hallo und herzlich willkommen bei BVB Total. Am Wochenende geht es nach Augsburg. Unsere Jungs wollen natürlich den Platz an der Sonne in der Bundesliga weiter verteidigen. Das ist doch ganz klar. In der Bundesliga herrscht eitel Sonnenschein, in der Champions League eher nicht. Zweite Niederlage im zweiten Spiel. Und jetzt ist es ganz wichtig, die Niederlage bis zum Wochenende, also bis morgen, aus den Köpfen zu bekommen. Die Champions League bisher kein gutes Pflaster. Auch das Kräftemessen mit Real verloren. Jetzt wieder volle Konzentration auf die Bundesliga. Beim ersten Mal hat das geklappt. Nach Tottenham folgen 3 Spiele, 3 Siege, 14:1 Tore. Jetzt wartet der FCA. Dort ist Schwarz-Gelb ungeschlagen. Augsburg, ein gutes Pflaster, um die Tabellenführung zu behaupten. Ja, das ist das Schöne an englischen Wochen. Niederlagen kann und muss man schnell aus dem Kopf bekommen. Und das wird mein Gast sicherlich bestätigen. Herzlich willkommen, Roman. Schön, dass du hier bist. Aber wir müssen noch mal kurz auf Dienstag zurückkommen. Niederlage verarbeitet? Ja, sicher. Also ich glaube, man muss die Niederlage so schnell wie möglich verarbeiten, weil wie gesagt, englische Wochen kommt Spiel auf Spiel und der Fokus gilt jetzt voll auf Augsburg. Ja. Damit wollen wir es auch gut sein lassen mit der Champions League. Wir haben ja eben schon ein bisschen gefachsimpelt und gerechnet. Das könnte klappen. Mal gucken. Das wird klappen, ja. Es gibt was Neues. Den Fragenkonter. Ich stelle dir kurz Fragen und du antwortest kurz. Okay. 5 Fragen. Das Schönste für einen Torhüter? Zu Null spielen. Das kommt mal wie aus der Pistole geschossen. Kommt jetzt allerdings auch nicht so überraschend für mich. Was macht dich als Torhüter wahnsinnig? Gegentore. Die Sekunden vor einem Elfmeter für einen Torhüter? Unangenehm. Dein bisher arbeitsreichstes Spiel als Torhüter? Letzte Saison gegen auswärts in Wolfsburg. Das weißt du noch? Ja. Also viele Schüsse? Ja, ganz viele. Dein Vorbild als Torhüter? War Iker Casillas, also früher, und Edwin van der Sar natürlich auch. In der heutigen Zeit gibt es halt mehrere Torhüter, die, zu denen ich aufsehe oder sehr Dinge sehe, die ich auch so machen möchte. Wobei ich glaube, es gibt mehr, die dich als Vorbild haben. Wir sind in der Saison irgendwie in der Bundesliga fast nicht zu überwinden. Die beste Abwehr, die kommt aus Dortmund und das liegt natürlich an... Nicht nur, aber auch. Der Mann in Schwarz mit der weißen Weste. 5-mal in Folge hat Roman Bürki seine Kiste sauber gehalten. Startrekord für den BVB in der Bundesliga. Dazu kommt noch eine persönliche Bestmarke für den Borussen-Keeper. 538 Minuten ohne Gegentor. Leider ging diese beeindruckende Serie gegen Gladbach zu Ende. Unser Schlussmann sichtlich angefressen nach dem Treffer. Doch der 26-Jährige wird es verschmerzen. Dortmund stellt weiterhin die beste Abwehr der Liga. Daran hat der Schweizer entscheidenden Anteil. Ab Samstag kann er dann die nächste 0-Serie in Angriff nehmen.
damit der Mann in Schwarz noch möglichst oft mit weißer Weste dasteht. Die Stürmer, die sagen immer, ich möchte 10 Tore schießen oder 12 oder 15 oder 40. Hast du dir ein Ziel gesetzt, wie viele Gegentore du bekommst? Also ich weiß, das letzte Mal, als ich hier war, hast du mich gefragt, ich soll was sagen. Und ich habe gesagt, ich versuche es von Saison zu Saison zu verringern. Und das ist auch mein Ziel diese Saison. Dass du das noch weißt, weil ich dich gefragt habe. Insgesamt ist es aber schon auffällig, dass ihr in der Liga bisher wirklich sehr, sehr stabil steht. Erst ein Gegentor. Woran liegt das? Was glaubst du? Ich glaube, dass wir unser System, das wir durchziehen wollen, sehr gut umsetzen können. Also wirklich jeder vertraut jedem. Man schaut nie hinter dem Rücken, ja, ist der Spieler gut aufgerückt, sondern man vertraut, man geht voll drauf. Und ich glaube, wir spielen dann auch sehr viele Chancen heraus durch das. Und ja, die Gegner sind dann halt fast ein bisschen überrascht, sage ich jetzt mal, und schlagen dann eher die Bälle wieder nach vorne. Und ja, dann ist der Ball halt wieder bei uns und wir können wieder in Ruhe starten. Und das ermüdet natürlich dann auch den Gegner, wenn du immer hinterherlaufen musst und nicht groß im Ballbesitz bist selber. Jetzt kannst du ja gegen Augsburg deine nächste Serie starten. Das wird natürlich nicht leicht. Die Augsburger haben bisher schon erstaunlich viele Punkte gesammelt. Ihr seid allerdings natürlich auch in überragender Verfassung. Wie siehst du die Kräfteverhältnisse für morgen, für Samstag? Ich glaube, wir sind sehr gut erholt. Wir haben ein gutes Regenerationsprogramm gemacht und ich bin überzeugt, dass wir auch da 3 Punkte holen können. Das ist natürlich das Wichtigste. Und ja, wir werden sehen, hoffentlich auch wieder zu Null. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Wir kommen jetzt zu einer neuen Rubrik. Sag doch mal, ein Mitspieler von dir möchte dir gerne eine Frage stellen. Hallo Roman, ich wollte dir eine Frage stellen und zwar wollte ich fragen, wie es denn mit deinen grauen Haaren aussieht, weil ich habe schon des Öfteren mal welche gesehen bei dir, dann sehe ich sie das nächste Mal wieder nicht mehr. Könnte es sein, dass du da färbst oder sagst du dir, du willst sie wachsen lassen, dass du interessanter aussiehst? Gib doch allen, ich glaube, das interessiert alle, gib doch allen mal eine Antwort drauf und ja, ich bin gespannt. Hau rein! Hey, das ist eine absolute Frechheit. Also, da gibt es keine grauen Haare. Wir waren, da kannst du gut nachschauen. Also, wir waren, ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Wir saßen und dann sagte er plötzlich, hey, du hast da graue Haare. Und ich so, was? Ach was? Und dann hat er so, ist er so vor, also doch, doch und so. Und dann haben die anderen geschaut, so, nein, du hast keine grauen Haare, das ist vom Licht. Und er war hundertprozentig überzeugt, dass ich graue Haare hatte, aber ich habe die auch nie gefunden. Also, aber und das jetzt scheint ihn noch immer zu beschäftigen. Ja, so wie es aussieht. Also ich glaube, der hat lange darüber nachgedacht, ja, was er mir hier fragen könnte, weil ich da letztes Mal ihn sowas gefragt habe, dass ihm ein bisschen peinlich war vielleicht. Ja. Aber es ist ja schön, dass ihr euch so neckt. Das zeugt ja auch davon, dass ihr euch gut versteht. Ja, mit seinem Tor hat uns Jule allerdings alle so ein bisschen auch verblüfft und das hat er eher seltenheitswert. Ich kann mich nur an eins erinnern. Ne? Ja gut, im Training gibt es natürlich noch ein paar, da kannst du dich dran erinnern. Aber ich bin ja nicht immer da. Ja, trifft er auch nicht so oft. Also du hast ja auch ein bisschen ungläubig reagiert, ja. Wie wir jetzt auf den Bildern sehen. So, und jetzt kommt rum. Jetzt sag uns immer, was du da im Kopf hattest. Also ich habe es natürlich perfekt von hinten gesehen. Der Ball passte perfekt. Und ja, ich war einfach total... ich wusste nicht, dass er sowas kann. Also, aber es ist natürlich ein super Tor. Freut mich natürlich für ihn. Aber wie gesagt, ich glaube, man sieht es an meiner Reaktion. Ich wusste gar nicht, aber dass er sowas kann. Aber das war wirklich schön, die Reaktion. Ja, Tor, dort. Kein Tor gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch Schwarz. Oder haben die das geändert, Gelb, weil du zu viel verloren hast? Oder? Ach ey, wenn ich dir das erzähle, wie ich am Saisonende verloren habe, das war, da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Also, es gibt jetzt 10. Da passiert irgendwas Verrücktes. Ich habe auch keine Ahnung. Wir machen 3, 2, 1 und müssen dann eine Karte hochhalten. Ich kann dir sagen, ihr könntet aufholen. Also was bedeutet Schwarz unter Gelb? Das sehen wir gleich. Ah, okay. Es macht auf jeden Fall Riesenspaß.
Auf geht's, schwarz oder gelb? Warte. Ach so, nicht sofort. Ich würde der Zeit. Ja, wenn da stehen würde, Teddy verletzt sich, dann. Das er aber nicht verletzt. Verletzt sich. Ich schießt Schiri ab. 3, 2, 1. Ne, der hat sich verletzt. Nein, siehst du? Der Schiri, ja. Weil er den Schiri nein, der Teddy liegt da, der ist verletzt. Ich habe recht gehabt. Glaube ich. Okay, 1-0 für Roman. Ist das wieder Teddy? Drei, zwei, eins. Oh, heute läuft sie nicht rund. Ja, das ist Stefan Groß, ne? Ach, das macht der Stoffel nie gemacht. Das ist falsch zusammengeschnitten worden, glaube ich. 2-0 für dich. Teddy geht kaum. Wirklich schwer, ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Das ist doch gegen Schalke, ne? 3, 2, 1. Teddy geht nie K.O. Ja, und ist ein Schalke, der dritte wahrscheinlich im Boden, weil er es nicht kann. Oh. 2-0 für dich. Schöne Hose. Schöne Hose. Teddy, Roman findet deine Hose schön. Ja, Roman, da sehen wir es. Neuer Zwischenstand, 13-11. Ich bin fairer Verlierer. Danke. Was verdient gewonnen. Okay. Wir machen natürlich wie immer ein tolles Bild mit unserer Sofortbildkamera. Am Jahresende werden wir die Collage aus allen Bildern versteigern zugunsten unserer Stiftung. Was machen wir denn? Was Cooles, oder? Ja, irgendwie, ja. Ah, okay, Grimasse. Ja. Okay. Ja, das Bild braucht noch ein klein wenig, bis das Bild fertig ist. Schauen wir uns einen Beitrag an. Ihr werdet jetzt alle überrascht sein. Ich war auch total überrascht. Ich sage euch nur Ballklau. Das wird noch besser. Ja, ich weiß, der eine. Da. Ha ha.
Überragend. Ich sag dir ganz ehrlich, ich meine, wir kennen uns ja auch schon, das ist mir noch nie aufgefallen. Was machst du da? Ich suche einfach den Grip nochmal zwischen Ball und Handschuh, ob alles gut ist, ob wir einen neuen Ball kriegen. Die neuen Bälle haben, ist meistens schwierig zu greifen, die sind ein bisschen glitschig, aber da teste ich einfach nochmal und hole mir nochmal das richtig gute Gefühl, ja, fürs Spiel. Da bist du aber einmal durchgekrochen, da muss man aufpassen, dass du nicht vorm Spiel schon die gelbe griffst, ne? Ja, das war ein bisschen extrem, ja. Ich glaube, von da an habe ich dann immer gefragt, ob die mir vielleicht einen Ball geben können. Ja. Und jetzt werden natürlich alle BVB-Fans immer gucken, wann holt sich Roman den Ball? Sehr schöner Beitrag, wunderbar. Ja, Roman, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Gerne. Morgen drücken wir natürlich die Daumen, dass ihr mit einem Dreier aus Augsburg zurückkommt. Ja. Ihr drückt zu Hause sicherlich auch die Daumen. Und das Bild müssen wir noch unterschreiben. Tut es mir nur eingefallen. Ja. Nicht über die Gesichter schreiben. Ich glaube, Marco, dem hat das Bild nicht ganz so gut gefallen. Da hat er komplett über die Gesichter geschrieben. Wobei Marco war gut. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Also, ihr bringt einen Dreier mit aus Augsburg. Ihr drückt zu Hause die Daumen. Das war's heute vom Feiertagsmagazin. Wir sehen uns bald wieder. Und nochmal, Roman. Vielen Dank. Glückwunsch zum Sieg. Danke. Tschüss, macht's gut.